Oh, Alter, was geht ab, Leute? Unge? Könnt ihr das sehen? InfluencerInnen, dieses Gegendere, verlassen Dubai. Sami Slimani. Die Harrisons. Und deswegen sage ich das auch. Ihr wisst ja, die anderen labern die ganze Zeit davon, yo, wir müssen auswandern, Steuern sparen. Laura hypt die ganze Zeit Dubai, weil sie ist auch so Influencer, verfolgt sie so gerne. Ich habe erstmal kein Interesse, aber vorhin habe ich Dominic Harrison, also ich habe schon ein bisschen was erlebt, ich habe die Kamera mitgenommen, aber die hatte keinen Akku, also ich war auch schon essen und so richtig saft. Na, nicht richtig saftig. Kurze Side-Story zum Essen, also ich habe Kamera mitgenommen, aber die war leer irgendwie, keine Ahnung wieso. Barisch hat das Video entdeckt, wo ich mit Dimi unterwegs war. Und wir haben ein super saftig Pastrami-Sandwich gegessen bei Brot und Kloß, den Laden, den ich hype. Bestes Pastrami-Sandwich in ganz München. Und Barisch ist eigentlich so Mr. Pastrami, er will immer Pastrami essen. Und hat gesagt, hey, yo, nächstes Mal nehmt ihr mich mit. Deswegen war ich heute noch bei einem anderen Laden, damit ich offiziell sagen kann, yo, Brot und Kloß ist das beste Pastrami-Sandwich. Hab das probiert, war gut, aber es war nicht so mächtig wie das andere. Das war eher so wie ein belegtes Brot. War lecker, aber von der Mächtigkeit her auf jeden Fall kleiner. Und dann Senninger Tor bin ich spazieren gegangen und dann habe ich Dominic Harrison gesehen. Habe ich meiner Kollegin erzählt, weil die ist auch so in der Influencer-Szene, verfolgt die auch so gerne und sowas. Und den haben wir nicht zum ersten Mal gesehen, den haben wir letztens, was heißt letztens, schon länger her, damals, wo ich noch Pokémon Go gezockt habe, hier hinten bei einem Raid gesehen. Er hat nicht geradet, offensichtlich, er war an dem Spielplatz, wo die Arena ist, mit seinen, ich weiß nicht, wie viele Kinder er hat und seiner Schwester und ihrem Kind und dann hat sie mich gefragt, hey, was macht, wieso hast du den hier Senninger Tor in München gesehen, der ist doch in Dubai und so. Und dann hat sie mir jetzt diesen Artikel geschickt und jetzt erklärt sich auch, wieso ich den gesehen habe. Zwar hier, wer ist die, Paola Maria bezeichnet ihre Zeit in Dubai als Fehler. Deutschland, hier, welche Rolle spielen Steuerdaten? Deutschland hat erstmals Steuerdaten aus Dubai gekauft. Im Juni wurden die Finanzämter informiert, wer über unbekanntes Vermögen in Dubai verfügt, wird strafverfolgt. Ich check nicht wie und wieso. Seit Juni verlassen Influencer innen Dubai. Interessant, vor allem weil ich Dominic Harrison gesehen habe und wir überlegt hatten, nach Dubai auszuwandern. Nicht wirklich, aber die anderen. Auf jeden Fall, ich habe meine Sammlung wieder angefangen. Ja, ich habe oder sammle Ex-Deo-Dosen. Und jetzt zeige ich euch mal, erstmal zeige ich euch meine und dann zeige ich euch so ein paar auf dem Markt, die mir noch fehlen, die ich jetzt abgecheckt habe, die ich glaube wieder kaufen werde, um die Sammlung zu aktualisieren. Ja, wie kommt man drauf, so einen Schmarrn zu sammeln? Ihr wisst, also früher Pogo-Zeiten, da haben die Leute immer gefragt, weil die konnte man sehen. Keine Ahnung, wie kommt man halt dazu, Sachen zu sammeln? Wieso sammelt man Münzen, wieso sammelt man Briefmarken, wieso sammelt man dies, das, Überraschungseier? Es passiert einfach. Bei Ex, also Ex ist halt perfekt dafür, weil Ex hat so verschiedene Formen, Special Editions, Limited Editions. Es hat sogar regionale, wirklich, das ist perfekt zum Sammeln. Irgendwann, okay, früher da hatten die dieses komische Image, dieses Marketing mit Boom Chica Wow Wow auf so Mädels klar machen mäßig. Okay, das war echt cringe, aber es hat sich halt perfekt zum Sammeln angeboten. Man hat halt eine Dose gekauft, ganz, ganz früher. Hat einem gefallen, dann hat man noch eine Dose gekauft. Und dann noch eine, dann dachte man sich, okay, hey, die zwei hat man schon, kauft man halt die, die man nicht hat. Und dann hat man halt immer die gekauft, die man nicht hatte. Und dann hat sich so eine Sammlung entwickelt. Und da haben echt schon viele gefragt, hey, Jung, zeig mal deine Sammlung und so. So. Hier oben haben wir übrigens noch Silber. Das habe ich irgendwann mal gekauft und bisher nie ausgepackt. Aber schon ein paar Monate, ja. Damals, Barisch hat mir gesagt, hey, ihr müsst unbedingt Edelmetalle kaufen als Absicherung. Eigentlich voll die Geldverschwendung. Macht damit gar nichts. Das hätte super saftig im LM und Staking sein können, das Geld. Ja. Was gibt's hier zu erzählen? Also ich zeige euch erstmal alle. Es ist eine solide Sammlung. Ich kenne viel, viel klassere. Hat sich halt so mit der Zeit ergeben. Es gibt ein paar, also die meisten sind echt nur auf 15. Überall in Deutschland erhältlich oder waren erhältlich, jetzt natürlich nicht mehr alle, aber die meisten konnte man in Deutschland auch erhalten. Und wie gesagt, wir schauen später noch ein paar neue Sachen an, die ich mir kaufen will, die ich verpasst habe seitdem,
weil ich dachte mir, okay, hey, Cashflow läuft, Bitcoin, DeFi, Krypto läuft, kann ich mir auch mal was leisten, außer Food. Und ja, ihr werdet überrascht sein, wie teuer der Schmarrn eigentlich ist. Also, um die ganze Sammlung jetzt aufzustocken mit den neuen Sachen, wird wahrscheinlich vierstellig ausgegeben. Habt ihr richtig gehört? Keine Ahnung. Hier seht ihr zum Beispiel Special Edition 2010. Das gibt es nicht mehr wirklich. Cricket Special Edition. Das war, glaube ich, zu irgendeiner Cricket-Meisterschaft. Indien Regionales. Harmony, das war auch eine Special Edition. Gibt es nicht mehr. Das ist das Einzige, was ich gekauft habe. Leer. Nur die Dose habe ich gekauft, aber ihr seht Limited Edition Summer. Sonst hätte ich das nicht mehr bekommen. Das ist das Einzige, wo ich den Duft nicht kenne. Ansonsten, das hier ist relativ selten. Ich habe gesehen, dass die den Duft wieder neu rausgebracht haben. Also Reprint-mäßig, wer Yu-Gi-Oh! Zockt. Hier Musik, Special Editions. Gitarre und Trommel. Und Music Star, das war so ein Set. Das gibt's immer. Day and Night. Das ist auch relativ selten noch. Das war auch Special Edition. Day and Night. Young and Mature. War auch Special Edition Duo. Seht ihr, ich habe zwei von diesen Unite. Eins muss weg. Das ist auch mega selten. X-Friend Limited Edition. Das gibt es irgendwie nur in Brasilien. Ansonsten hier nichts Besonderes. 2012. Offensichtlich nur 2012. Denim. Indian Special, Indian Regionales sozusagen. Ein paar, die es halt nicht mehr gibt. Black Chill ist auch relativ selten. Das gibt es auch nicht mehr. Jet, glaube ich. Also es gibt manche, die kommen halt raus. Auch normal in Deutschland. Und dann werden die aber nicht weiter produziert. Entweder weil der Duft nicht gut genug ankommt oder was weiß ich. Dann gibt es hier zum Beispiel manchmal so Sets, so Editions, die rauskommen. Das ist zum Beispiel, die gehören alle drei zusammen. Auch hier Limited Edition. Und bei denen ist es halt echt Limited Edition. Nicht wie bei Pokémon Go, wo irgendwas selten ist und dann kommt einfach ein Reprint oder so. Peace. Das gibt's auch nicht mehr. Das Ice Knight, wie der Name schon sagt, kann man sich vorstellen mit dem. Das ist, boah, ich weiß gar nicht mehr woher. Regionales Island. Norwegen, Skandinavien irgendwo. Regionales. Da gab es hier zum Beispiel ein Set, ein U-Set zum Beispiel, mit dem hier noch, dem hier glaube ich auch, ne. Dann gab es ein Martin Garrix Special und da gibt es ein grünes, das ist super selten, das habe ich nicht zum Beispiel, werde ich mir aber glaube ich noch kaufen. Dann hier zum Beispiel eine weiße Edition gab es dann, die dann zusammen rausgekommen ist. Das hier ist der geilste Duft, den es überhaupt gibt. Das gibt's gar nicht mehr. Das, also eins von diesen Dingern kostet zwischen 50 und 100 jetzt mittlerweile. Von damals 1, 2, 3 Euro natürlich. Ja, ansonsten habe ich euch eigentlich alles gezeigt. Was ich noch vergessen habe zu erzählen, es gibt auch verschiedene Generationen. Deshalb gibt es so verschiedene Formen. Also echt perfekt zum Sammeln. Jetzt schauen wir mal hier von einem Händler auf eBay. Zum Beispiel so hier, 4 Dosen. Also es gibt immer die normale Version und es gibt die Dry-Version. Also für Megasammler natürlich sammeln beides. Ihr wisst, so wie ich bei Pokémon Go, eine Variante reicht mir. $139. Zum Beispiel die zwei. Ich check das nicht, was Val Savoye ist. Weil so wie es von der Verpackung aussieht, sieht das so aus wie das, was ich habe. Hier, das ist das grüne Martin Garrix Limited Edition. Das lilane muss man mit dazu kaufen. 129. Die drei habe ich nicht. Das sind $129 für alle drei.
Ich weiß nicht, wieso er das so teuer drin hat. Die sind gar nicht selten. Das bräuchte ich. $129 für zwei. Das heißt $65 eine Dose. Hier Young and Mature, das habe ich. Day, er hat nicht mal mehr Night. Doch hier Day and Night. 449 für Day and Night. Das bräuchte ich. $169. Tschu. Hier Ex-Friends. Habt ihr gesehen, habe ich ja. $289 will er dafür. Das hier habe ich auch. Play 2010 Edition, $79. Genau. Da habe ich überlegt, ein paar zu kaufen. Ich habe auch einen Kollegen auf Facebook, einen Sammler, dem habe ich angeschrieben. Der hat noch ein paar Dosen, die hole ich. Hier habe ich ein paar Tabs offen von Sachen, die ich kaufen wollen würde. Auch das hier habe ich. Auch ein paar, die nicht so selten sind, die ich entdeckt habe, die es nicht unbedingt immer im DM oder sowas gibt bei uns, aber nicht auch mega selten. Die werden einfach irgendwie nicht geworben, nicht, gibt's halt nicht im Brawl. Kann man hier und da kaufen, suchen. Hier zum Beispiel das hier. Also ich bin wieder dabei, die Sammlung zu starten, auch auf Amazon. Sogar deutsches Amazon habe ich gesehen. Hier zum Beispiel Below Zero. Das ist dieser krasse Duft, den es lange nicht mehr gab, wo eine Dose 50 Euro geht. Jetzt haben die den, glaube ich, wieder zurückgebracht. Also wenn das stimmt, dann... Oh mein Gott, nein. Ihr ausgewählter Zustandsort liegt außerhalb des Versandbereichs des Verkäufers. Tod. Hier zum Beispiel. Das ist deutsch, glaube ich. Nee, Amazon.com. Wild Bamboo. Habe ich nicht. Brauche ich. Moment, Moment. Es gibt noch kranke Sachen. Das sind so die häufigen. Ich zeige euch jetzt noch von einem, der macht YouTube-Videos darüber. Der zeigt die überkrassen Editionen. Hier zum Beispiel League of Legends Edition. Die gab es zum Beispiel für Worlds letztes Jahr. Heftig. Die normale Edition und die Dry Edition. Das ist brandneu. Gold Magnum. Ich habe den schon angeschrieben hier, seine eigene Seite. Da hat der Paar zum Verkauf. Hier zum Beispiel Xbox. Also X ist dasselbe wie Links. Nur in ein paar Ländern heißt es Links. November Edition mit Bart. Ihr habt ja gesehen, ich habe die U-Kollektion, aber nicht das Special Ding von dem hier. Hier irgendwie ein paar. Hier Australia Edition, New Zealand Edition, also komplett regional. Lil Yachty Edition. Und warte, hier zum Beispiel gibt's eine Anthony Joshua Special Edition. Wo war die? Hier zum Beispiel Anthony Joshua Special Limited Edition. Solche Sachen gibt es halt. Ja, das war so ein kleiner Einblick in meine verrückte Sammlung. Jetzt, wo ich Cash habe, wird die Sammlung wieder fortgeführt. Wie gesagt, wenn ich meine Sammlung jetzt... Das Problem ist, das größte Problem, weshalb ich auch mal aufgehört hatte, es gibt keine Liste. Also du kannst nicht auf X.com gehen und da alle Produkte abchecken. Es gibt nirgendwo auf der ganzen Welt eine komplette Liste mit allen Produkten. Das gibt's einfach nicht. Das ist so wie bei Pokémon, du sammelst und du kennst den Pokédex nicht. Du weißt nicht, welches Pokémon es überhaupt auf dieser Welt gibt, was dir fehlt. Und das fuckt irgendwie ein bisschen ab. Du weißt nicht, was dir noch fehlt. Es gibt so viele Special Editions. Es gibt, ja, in Japan haben die so viele Special Editions, so viele Sachen gibt's. Eigentlich jedes Land hat irgendeine Special Edition, aber du weißt es einfach nicht. Deswegen, aber egal, die Sammlung geht wieder, wird wieder fortgeführt. Ich habe Geld, wieso nicht? Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so verrückte sammelt. Das wollten jetzt einige schon lange sehen, seit Pokémon Go Zeiten. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch. Ich weiß nicht mehr, wie regelmäßig wir da am Start sind. Aber schaut immer gerne vorbei. Ansonsten natürlich in DeFi und Bitcoin investieren, Cashflow generieren. See you in business und ciao.